Mein Leben bestand aus Drogen, Alkohol und Gewalt. Ich war immer auf der Suche nach Anerkennung und war meistens sehr unzufrieden. Durch meine Schwester Maria habe ich die ESM kennengelernt, habe die Studenten kennengelernt und habe gesehen, wow, die haben eine totale Freude in sich und ich wusste nicht, woher kommt das. Ich habe die Ostertage mit ihnen zusammen erlebt und habe dort Gott gefunden und auch den Ruf verspürt, in die ESM zu gehen. Ich habe die ESM gemacht, weil ich auf der Suche nach der Wahrheit war, weil ich viele Fragen hatte und ich wirklich wissen wollte, was eigentlich dahinter steckt. Ich habe das Jahr in Altötting vor knapp 20 Jahren gemacht. War seinerzeit ein Wagnis, hierher zu kommen mit einem Alltag, den ich unterbrechen, auch zum Teil beenden soll, einfach ein Jahr zu geben. Und andererseits kann ich seither, auch mit dem, was ich dort erfahren habe und gelernt habe, in Freude meinen Glauben weiterschenken. Und das gelingt mir auch gut, weil ich jetzt verheiratet bin seit vielen Jahren und mit einer Frau und mit unseren 6 Kindern gemeinsam den Glauben weitergebe. Ende der 80er Jahre. Fall der Berliner Mauer. Öffnung des Eisernen Vorhangs. Die Stunde der neuen Evangelisierung für Europa bricht an. Aus diesem Geist entsteht eine große Idee. Die Gemeinschaft Emmanuel gründet eine weitere Schule für Mission, und zwar in Deutschland, im Herzen Europas. September 1992. Birkenstein, ein Marienwallfahrtsort der Diözese München. Die deutsche ESM eröffnet unter dem Patronat der Jungfrau Maria ihre Tore. Schnell wird sie zum Laboratorium der neuen Evangelisierung. In Schulen und Pfarreien führt die ESM in großen und kleinen Städten Europas Missionen durch. Die ESM war für mich eine Reise zu mich selbst und zu den anderen, ein Ort, wo ich Gott und Glauben neu entdeckt habe. Es war für mich nicht einfach, die Entscheidung zu treffen, die ESM zu machen, da ich damals Hochleistungssport betrieben habe und in der deutschen Nationalmannschaft im Bereich Wildwasserrennsport war. Und dieses Jahr war im Nachhinein aber für mich sehr prägend und das intensivste Jahr, was ich je hatte. Auch im Bereich im Hinblick auf Ehe und Familie und zu meinem Engagement, was ich jetzt auch für den Herrn lebe. Ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist für die ESM die Musik. Viel Zeit und Mittel werden investiert in kreative und musikalische Projekte wie Musicals, Bands, Jazz-Kombos, Schauspiel, Tanz, Foto und Video. Auch entsteht aus dem intensiven spirituellen Leben ein stets wachsendes Repertoire neuer geistlicher Musik. Im Jahr 1996 zieht die Schule nach Altötting. Hier gibt es größere Möglichkeiten für den Empfang und die Mission. Seit 25 Jahren sind 500 Jugendliche aus 30 Ländern in die Schule der Mutter der Barmherzigkeit gegangen. Das Feuer der Liebe Gottes in die Welt bringen. Durch Gebet, Studium und Leben in Gemeinschaft wollen die jungen Menschen das möglich machen. Heute sind sie Akteure der neuen Evangelisierung bis an die Grenzen der Erde. Heute, 5 Jahre nach der ESM, habe ich immer noch die Freude im Herzen, die ich damals mitgenommen habe. Ich bin immer noch Missionar und das in meinem Alltag. Auf Partys spreche ich mit Leuten über Jesus. In meiner Arbeit als Heilerziehungspfleger arbeite ich mit Jugendlichen, die viele Probleme haben und Jesus nicht kennen, die die Freude in ihrem Leben brauchen und ich darf ihnen davon erzählen. Ja, ich habe mich damals dazu entschieden, die ESM zu machen. Ich war auf der Suche, ja, ich wusste nicht, wohin mit mir und habe es dort erfahren. Und seit 5 Jahren durchlebe ich mein Leben mit Jesus. Und es ist wahnsinnig toll, weil ich nie weiß, was kommt, aber ich weiß immer, es wird gut. Wenn du dich berufen fühlst, was zu machen, Jesus kennenzulernen, dann hab dir festen Mut und geh los.